Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. FC Basel gegen Glasgow Rangers. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Klasse Aktion. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Lang. Fabian Frei. Da setzt er sich gut durch. Die Riesenchance. Es läuft für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Nochmal. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Guter Spielaufbau. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Das war eine Riesenparade, ganz wichtig. Das wäre natürlich schon ein deutlicher Rückstand gewesen. James Tavernier. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Schießt er ihn rein. Erstmal abgeblockt. Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und das ist auch korrekt. Da ist jetzt Platz. Da muss er aufpassen. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Ganz stark. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Ja, guter Steilpass hier. Vielleicht der Ausgleich. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter.
Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Oh, grenzwertig, aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Oh, das könnte was werden. Gehalten, ganz stark. Oh, jetzt werden sie wechseln. Da kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schwache Aktion, Ballverlust. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Sie machen das Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Könnte durchaus gefährlich werden. Guter Pass. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Klasse gehalten! Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Kurze Ecke. Jetzt kommt die Flanke rein. Gefährlicher Ball, aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz, verhindert er da das Gegentor. Sie werden hier wechseln. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Wir sehen die kurze Variante. Flanke kommt rein. Wichtig, dass er den abblocken kann. Der kurze Eckball. Sie bringen den Ball in die Mitte. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Das hätte gefährlich werden können, gute Aktion. Die Chance für den Konter. Der Ball läuft richtig gut. Ballbesitz ist weg. Gleich ist sie vorbei, diese Partie, in der die Gäste im Moment knapp führen. Spricht alles für einen Sieg. Klar, es ist nur ein Tor, es ist eng, aber sie machen einen sehr stabilen Eindruck. Das ist Grund zur Zuversicht. Ball kommt in die Mitte.
aber es wird abgepfiffen, abseits. Schade, ja, sah nach einer guten Chance aus, gute Flanke, aber dann sind sie doch zu unkonzentriert und die Abseitsfalle schnappt zu. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Der Ball kommt gut. Da ist der Ball weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Abgeblockt. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.